Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Final Fantasy VII Rebirth. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben uns die Geisha, wollte ich gerade sagen, die Esper geholt in der letzten Folge. Und jetzt geht's für uns ja weiter. Ich glaube, ich habe mir irgendwo was markiert, sehe ich hier schon. Warte, ich komme hier gerade nicht aus diesem Bildschirm. Hallo? Hallo? Entschuldigung, ich würde gern... Ah ja. Wir haben hier jetzt noch diese Protosubstanzen. Missionen, um die wir uns kümmern wollen. Dafür würde ich sagen, machen wir eine Schnellreise hierhin. Direkt auf den Chocobo. Ich hoffe, es geht allen gut. Und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Es war jetzt Pfingsten und in der Zeit habe ich nicht aufgenommen, weil Familie ist halt auch, ne? Immer wichtig. Und die Zeit haben wir dann verbracht. Ein bisschen grillen, ein bisschen Familie, ein bisschen dies, ein bisschen das gemacht. Am allerwichtigsten war halt, dass wir alle zusammen gewesen sind. Aber ich laufe jetzt genau in die falsche Richtung. Nein! Warum machst du das, du Vogel? Ich wüsste sonst nicht, von wo ich da hinkommen soll. Pass auf, ich mache nochmal Schnellreise hier hin. Aber nur, weil ich jetzt das Seil nicht runterklettern will und letztendlich dann am selben Ort bin mit viel mehr Einsatz. Ah, hallo, Barrett, könntest du vielleicht? Danke. Da ist es schon. So. Liebe des Planeten, mal 10. Vom Liebe des Planeten kann man, glaube ich, nicht genug bekommen. So, es könnte sein, dass wir hier richtig sind. Es könnte, es muss nicht, es könnte. Vielleicht sind wir auch völlig lost schon wieder. Okay, hier geht's auf jeden Fall irgendwo hoch. Okay, das könnte ja nicht schlecht gewesen sein. Warte mal. Nee. Komme ich da vielleicht nur von dem Tunnel hin? Oh, tatsächlich. Der Zielpunkt wurde erreicht. Ich habe mich bereits ins Überwachungssystem gehackt. Nutzt einfach eure IDs, um die Anlage zu durchsuchen. Hier gibt es auf jeden Fall Monster. Wir machen einfach mal Feuer. Ich hab genug.
Wir hauen mal ein Limit da rein. Das war's dann. Jetzt oder nie. So, ihr kleinen Hosenkacker. Warte mal, wir müssen mal kurz die Kisten hier mitnehmen, weil wir sind jetzt von der Energie und von unserem Angriffs- oder von unserer Magieleiste nicht mehr so gut aufgestellt. Okay, Chocobo will nicht mehr, der hat gekündigt scheinbar. Das ist der Anführer, der bei der letzten Mission gefangen genommen wurde. Er ist für das Eindringen der Ungeheuer verantwortlich. Von uns Turks wird erwartet, dass wir stets präzise und berechnend die richtigen Entscheidungen treffen. Was sollten wir demnach mit diesem Kerl hier machen? Verhör. Das ist korrekt. Wenn man bedenkt, welches Chaos er im Keim verursacht hat, liegt die Vermutung nahe, dass die Einnahme der Stadt nicht sein Ziel war. Wir werden in einem Verhör herausfinden, worum es diesem Mann tatsächlich ging. Das nicht ins Gehör. Verhör. Ihr sollt ihn verhören. Wir haben gestanden, dass die Operation nur ein Ablenkungsmanöver war, um unsere Kampfkraft auf verschiedene Orte zu zerstreuen. Während sie in Kalm für Chaos sorgten, wurde Shinras Waffenabteilung in Julon infiltriert und dortige Waffensysteme übernommen. Ziel der nächsten Mission ist es daher, die Abwehrsysteme in den Händen des Feindes zu zerstören. Die Zielobjekte müssen lokalisiert und zerstört werden. Viel Erfolg! Oh, okay. Ich lasse nicht so schnell ihre eigenen Waffensysteme abluchsen. Ganz schön peinlich. Turks bereiten sich beim Training auf wirklich jedes denkbare Szenario vor. Darin liegt wohl ihre Stärke. Ja, sie sind uns gefühlt immer einen Schritt voraus. Ja, bitte mit der Übung beginnen. Weil der schießt ihn einfach in eine Birne. Der soll ihn verhören und killt ihn. Ja, dumm ist, wir sind nicht ganz ausgeruht, ne? Könnte jetzt ein Problem werden. Achso, du gehst ja zu mir. Entschuldigung. Ach doch, hier bin ich ausgeholt. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. So, warte mal. Red vielleicht? Nö. So, warte mal. Der blockt ja alles. Toll. Das ist auch. Eine Riesenarmee von Maschinen ist im Anmarsch. Bloß keinen Fehler machen. Keine Sorge, ich regel das. Ey, diese verpisste Drohne. Äh,
Feuerer, wir nehmen Drohne D. Keine kommen! Schiff! Vielleicht reicht auch Feuer. Warte mal, Magie? Nee, warte, Fertigkeiten? Haben wir eine donnernde Verkettung? Volle Kurs, Banner! Jetzt oder nie! Mission schon! Und tschüss! Es ist auf! So, einen haben wir noch. Da war aber nicht mehr so viel Power, da ist er schon. Irgendwelche letzten Worte? Ausgezeichnet. Synchro? Shinras kann ohne Zweifel als weltweit führend bezeichnet werden. Doch gerade deswegen gibt es immer wieder Aufrührer, die diesen Umstand mit Taktiken wie bei dieser Übung für sich auszunutzen versuchen. Es ist daher unsere Aufgabe, umgehend auf jede Situation zu reagieren und die Kontrolle wieder zu erlangen. Diese Anlage wechselt in Kürze in den Energiesparmodus. Begebt euch zur nächsten Mission, sobald ihr eure Ausrüstung in Empfang genommen habt. Ausrüstungskiste wurde geöffnet. Ihr habt euch großartig geschlagen. Dank eurer Daten bin ich mit der Analyse gut vorangekommen. Doch ein paar Puzzleteile fehlen noch. Es geht also weiter? Oh, Juffi, ich fühle das. Na komm, auf geht's. So, wir holen uns mal kurz, was die Kiste hier hergibt. Also noch zwei. Weißer Tiger. Chetler hat neue Koordinaten... Koordinatoren. Oh. Das macht doch hier alles keinen Spaß. Ich dachte, so ein Kampfsimulator kann alles Mögliche simulieren. Oder etwa nicht? Dann müssen wir ein bisschen Super-Äther haben wir das gemacht. Also haben wir jetzt Belohnung gekriegt. Je nach Verwendungszweck hatte früher jede Abteilung einen oder mehrere. Aber inzwischen teilen sich verschiedene Abteilungen einen Kampfsimulator. Das spart Energie. Ach, auf einmal ist Geiz geil, oder was? So, eigentlich könnten wir eine Schnellreise machen. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ja, wir haben jetzt halt nur noch das in dieser Welt und dann sind wir fertig. Oh, kommst genau gelegen, mein Freund. Oh, ich war zu schwach auf der Brust.
Gut. Keine Ahnung, wo es hier lang gehen soll. Das hat doch jetzt genau gar nichts gebracht. Nicht, wie ich da hinkommen soll. Hier kann ich rein, ist klar. Das würde ja auch keinen Sinn machen. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, wie ich das gemacht habe. Aber hilft ja auch nicht. Okay, warte mal. Immer wo die Kaninchen sind. Ätherknolle. Da unten gibt's noch irgendwas. Das ist so ein Markt. Ich habe jetzt gedacht, das war so ein verlassenes Dörfchen hier oder so. Der Hafen ist das. So cool, wie plötzlich alle auf so einem Teil sitzen, ne? Gefunden. Überspringen wir die Formalitäten.
Die nächste Mission lautet, mir Personenschutz zu geben. Auch wenn ich schon so häufig sagte, das sei unnötig, aber davon will ein gewisser jemand ja nichts hören. Bei dieser Mission geht es darum, eine Zielperson im infiltrierten Junon zu beschützen. Und zwar den Direktor. Beschützt ihn, bis sein Hubschrauber auf dem Landeplatz ankommt. Nehmt euch vor Gegnern in Acht, die sich als Gardisten verkleidet haben. Ich wünsche viel Erfolg. Wer macht denn sowas? Wer verkleidet sich denn als Gardist? Ich bin Attentäterin! Machen wir's? Müssen nur aufpassen, nicht das falsche Ziel zu erwischen. Oh Mann. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm wird. Ein feindlicher Stoßtrupp rückt heran. Größte Aufmerksamkeit ist gefordert. So, warte mal. Wir können doch nichts machen. Warum sind die denn so blöd? Machen wir mal. Ich hab genug. Bitte, so. Viele, um sie aufzuhalten. Ihr seid an der Reihe. Wir machen mal. Nein, machen wir noch nicht. Fertigkeiten, donnerige Verkettung. Blitz und Donner, ausgezeichnet. Während der Reise geschwächt. Bis hier und nicht weiter. Mist. Fuck. So, das ist deine Aufgabe, Barrett. Elite-Einheiten nähern sich. So langsam wird das also ernst. Wir sind schon unterwegs. Halte noch ein klein wenig länger durch. Da also. Warte, warte, du kriegst Feuer zurück, mein Freund. Feuer frei! Jetzt oder nie! Ja, volle Kraft! Es ist auf! Und tschüss! Ich bin hier! Alles geht! Oh Mann. Barrett, könntest du vielleicht. vielleicht. Keine Ahnung, was ich hier gerade gemacht habe. Wir machen wieder donnernde. Hochspannung! Ja. Volle Kraft! Ja. Keinen Kopf, einen Kopf! So. Scheinen ja alle unversehrt zu sein. Hier entlang bitte, Herr Direktor. Sicher.
Gute Arbeit, Turks. Als Belohnung. Nennt mir einfach einen Wunsch. Ich sehe zu, dass ich ihn erfüllen kann. Mission abgeschlossen. Der Direktor ist der Einzige, der innerhalb des Konzerns nicht ausgetauscht werden kann. Für uns Turks ist es daher das oberste Gebot, ihn mit unserem Leben zu beschützen. Behaltet das auch für die nächsten Missionen stets im Hinterkopf. Diese Anlage wechselt in Kürze in den Energiesparmodus. Begebt euch zur nächsten Mission, sobald ihr eure Ausrüstung in Empfang genommen habt. Mal sehen, was ich jetzt kriege. Es fehlt nur noch ganz wenig bis zur vollständigen Wiederherstellung der Daten. Okay, wir sind so weit gekommen, jetzt ziehen wir es auch durch. Denen zeigen wir es. Die werden sich noch umgucken. So, eine Mission davon haben wir noch, dann haben wir es geschafft. Chadley hat neue Koordinaten gesendet. Und der scheint ja gut erreichbar zu sein. Holen wir uns mal hier wieder irgendeinen E-Tab oder irgendeinen Supertrank. Ein Elixier. Wo bist du? Da bist du. Telebox. Können wir da hin? Da ist sowieso dann der Flughafen, oder? Yes. Ich hoffe, dass das wirklich so easy erreichbar ist, wie es hier jetzt gerade scheint. Aber bislang... Außer hier kommt jetzt wieder irgendwas Großes aus dem Boden. Hallo? Okay, Chocobo hat auch nichts. Soll ich jetzt hier rüberspringen oder wie? Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob es noch einen Weg gibt. Also hoch scheine ich da nicht zu kommen. Wo lockt er mich hin? Echo-Megafon? Da gucken wir natürlich, können wir gleich gerne überall nochmal gucken. Aber erst einmal interessiert mich jetzt, wie ich da reinkomme.
Okay, ich habe jetzt gedacht, ich kann da vielleicht hochklettern. Ich wüsste echt nicht, wie ich da reinkommen soll. Genug. Ich finde das ja wirklich mega gut, dass hier so Kisten und so rumstehen, aber die helfen mir gerade nicht. Übersehe ich. Der letzte, scheinbar einfachste, entpuppt sich hier als schwierigster. Schwarze Schildkröte. Oder geht das nicht, weil ich die Stufe nicht habe? Aber das war doch vorher auch kein Problem, oder? Naja. Wir gucken in der nächsten Folge nochmal. Ich mache hier mal kurz einen Cut. Ich würde mich freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf und wenn du Bock hast, sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.